Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir müssen reden mit Hector. Hat er geschrieben, wir müssen reden. Von daher, ich hoffe, da geht es nicht. Also ich hoffe, er hat jetzt nur nette Dinge für uns. Ich sammle erstmal meine Erstmal was Belohnung trinken. ein, bevor ich. Oder sowas. Das ist nicht meine Truhe. Ich bin schon wieder an meiner Truhe Sei vorbeigelaufen. lieber still. 2700. Nice. Muss das so aussehen? Okay, reden wir mal mit Hector. Hallöchen. Es tut ein wenig weh, von hier zu gehen. Hier, auch ich will dir meinen Thronschlüssel geben. Was? Nimm dir, was du brauchst. Ich habe ebenfalls schon gepackt. Was? Ah, gut, dass du da bist. Ich nehme an, du hast meine kleine Nachricht bekommen? Ja. Ja. Hervorragend. Ich hätte nicht aufbrechen wollen, ohne mich noch ein letztes Mal von dir zu verabschieden. Du gehst weg? Du gehst weg? Wir alle gehen weg. Du hast uns bei so vielen Sachen geholfen, dass wir endlich die Möglichkeit haben, von hier zu verschwinden. Und du bist natürlich eingeladen, mit uns zu kommen. Was meinst du mit ich habe euch geholfen? Na ja. Was meinst du damit, ich habe euch geholfen? Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber alle Aufträge, die du für uns erledigt hast, hatten einen bestimmten Zweck. Und zwar werden sie uns helfen, einen Weg durch die Berge zu finden, heil auf der anderen Seite anzukommen und uns dort ein neues Leben aufzubauen. Warum habt ihr diese geheime Aufnahme aus dem Fort gebraucht? Sagen wir einfach, der Typ in der Aufnahme ist jetzt unser Reiseführer durch die Berge. Nice. Er kam von dort und jetzt haben wir die Mittel, ihn dazu zu bringen, uns dorthin zurückzubegleiten. Und was das Elex und die Waffen angeht, die du uns besorgt hast, kannst du dir ja vorstellen, wofür wir die brauchen. Wofür habt ihr die Vorräte aus Goliath gebraucht? Natürlich als Proviant für die lange Reise. Was habt ihr mit den Bauplänen eines Kampfkolosses vor? Aus dem gleichen Grund, weshalb wir die Forschungen der Kleriker haben wollten. Zu unserem Schutz. Außerdem brauchen wir etwas, mit dem wir handeln können. Wenn wir in der Lage sind, Roboter zu bauen, werden wir immer in der Lage sein, ein paar Splitter zu machen. Alles klar. Eingeladen mitzukommen. Ich habe hier noch was zu erledigen. Nein, danke. Ich habe hier noch etwas zu erledigen. Das ist schade, aber ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Aber genug davon. Wir haben noch einige Sachen zu besprechen und vorzubereiten. Eine Kleinigkeit habe ich allerdings noch für dich. Quasi ein Abschiedsgeschenk. Meinen Thronschlüssel. Alles, was ich für die Reise brauche, habe ich mir bereits rausgenommen. Den Rest lasse ich hier. Ich bin sicher, du kannst damit mehr anfangen als die Ratten hier unten. Wenn du das nächste Mal wiederkommst, sind wir vermutlich schon weg. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Berge. Besser einen guten Freund verlieren okay. als einen guten Witz. Du hast uns wirklich große Dienste erwiesen. Hier hast du auch meinen Schlüssel. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Interesting. Ja, dann reden wir auch nochmal mit Grisou. Auch wenn es mir wirklich schwerfällt, so viele meiner Waren hier zu lassen, so habe ich doch ein besseres Gefühl, wenn du sie hast. Hier, nimm dir aus meiner Truhe, was du brauchst. Cool. Ich habe Diebesgut zu verkaufen. Ich habe Diebesgut zu verkaufen. Dann zeig mal, was du hast. Ja, ich meine, noch können wir Zeug verkaufen, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt irgendwas mitgenommen jetzt? Ich glaube, wir hatten ihm letztens alles verkauft, ne? Ich hatte jetzt gar nichts mehr, was. Nee. Ja, doch hier. Den Krug. Und das sanfte Klopapier. Wir hatten ja noch Dinge aus. Ich habe ein. Rezept dauerhafter Heiltrank irgendwo mitgenommen? Nice. Alles klar. Außerdem wollte ich mal gerade gucken. Du hast doch bestimmt. Nee, pures Mana. Er hat kein Elex mehr. Ja, die brauchten ja jetzt ihr Elex, ne? Schön ist, ich habe Elex bei ihm gekauft. Pures Elex, reines Elex. Und den dann in die Kiste geschmissen. Naja. Aber gut, das finde ich ja super mit den Kisten. Aber das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass die weg sind. Also es tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Leid, dass sie gehen. Aber es hat natürlich trotzdem. Okay, was hat er?
664. Wow. Das ist mal nicht schlecht. Ohne Schlüssel wird das nichts. Xander. Okay, die gehen natürlich wahrscheinlich nicht weg. Gehe ich mal von aus. Okay, das war irgendeine wichtige Waffe, glaube ich. Ja, das kann man so oder so sehen. Red. Ich weiß nicht, ob ich mit denen auch noch reden kann. Dass die auch noch, ob mit denen irgendwas ist. Elixier der Heilung. Nice. Was? Man erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Und die Truhe von Darius. Sanftes Klopapier. Das habe ich schon einmal gehört. Besser okay, einen guten Freund ich könnte nochmal mit Grisou sprechen. Jetzt. Ich kenne den Typen nicht. Nochmal Zeug verkaufen. Ich habe Diebesgut zu verkaufen. Dann, ja, da gucken wir jetzt nochmal. Weil jetzt habe ich noch wieder Zeug eingesammelt, das ich ihm verkaufen kann. Also, meine ich zumindest. Hatte ich jetzt nicht nur Sachen eingesammelt? Hier, goldener Kelch. Hammer. Sanftes Klopapier. 204 Zigaretten. Ja, bitte. Boah, wir haben schon fast wieder 9000. Alles klar. Was hatten wir denn jetzt hier gerade für eine Waffe gekriegt? Ach, das Regenten. Energiewaffe. Ach, die ist gar nicht so doll, glaube ich. Wohl, 45 Schaden. Plasmagewehr, 42 Schaden. Ja gut, es ist ja eine Laserwaffe, ne? Eine Schrotwaffe? Oh, total vergessen. Alles klar, Handel akzeptieren. Okay. Hier wird man dauernd angebaggert. Ja. Ist natürlich die Frage. Wenn jetzt mit Red oder mit den anderen redet, ob die dann irgendwie sagen, ach ja, das ist so und ich könnte jetzt mal mit Xander reden. Xander. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Zünglein an der Waage. Weil ich den Krallen geholfen habe. Okay. Ich bin gespannt. Also es gibt ja Gerüchte, ein Elex 2 und so, ne? Ob wir dann die Krallen wieder treffen? Immer unter der Voraussetzung, dass unser Hauptcharakter dieses Spiel überlebt, ne? Es gibt ja auch Spiele, wo das nicht der Fall ist. Weitergehen. Ich hab zu tun. Alles klar, er hat nichts mehr dazu zu sagen. Dann... Ja, ich habe jetzt gerne 19.000 für... Okay. Oh. Der Abessa-Konflikt. Was? Wo muss ich hin? Alles klar. Ja, dann düsen wir da mal hin. Machen wir das mal als nächstes. Wenn sich Quests ergeben. So. Hat das mit diesem Regenten, mit der Regentenwaffe zu tun, die ich da gefunden habe? Ist es der Chef da von der Dianze? Ist mit dem irgendwas? So, müssen wir mal gucken. Was ist denn jetzt die... Ist die Quest jetzt nicht mehr aktiv? Hä? What? Ach du Scheiße! What? Hier rennen jetzt nur noch Kleriker rum. Oh Gott. Ist das, weil... Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Die Aufständigen haben dafür bezahlt, was sie meiner Kuppel angetan haben. What? Was ist denn los? Hab ich doch auch gerade gesagt. Er starrt mich schon eine ganze Weile an. Ich weiß, ich kann mehr Antworten von dem Typen da drin, aber... Danke, dass du mir einen vertrauenswürdigen Anwärter für den Job empfohlen hast. Alles klar. Das ist das, was sie wollte? Was ist hier passiert? Also überall Blut und... Freak.
Okay. Hey, du! Ich brauche jemanden, der nach Ignadon geht und dort weiteren Bericht erstattet. Du gehörst doch zu den Freiwilligen, die sich vorhin verpflichtet haben, oder? Eigentlich nicht. Ach so, dann ist es auch egal. Wir haben viel zu tun, also fass dich kurz. Was möchtest du? Was genau ist hier passiert? Was genau ist dir passiert? Du warst wohl nicht dabei, was? Nein. Die Outlaws haben einen Aufstand angefangen und die Separatisten haben geholfen. Dass es zwischen ihnen und uns irgendwann knallt, war abzusehen. Aber dass die Kuppel dabei zerstört wird, für so wahnsinnig habe ich sie nicht gehalten. Ach, da fällt mir ein, ich bin dir trotz allem dankbar, dass du mir damals die Waffenlieferung gebracht hast. Wenn die Outlaws die Waffen gehabt hätten, okay. Ich glaube nicht, dass wir das überlebt hätten. Ich muss jetzt weitermachen, es gibt noch viel zu tun. Stopp, wegen der Diebstähle. Wegen der Diebstähle in der Stadt. Hast du etwas herausgefunden? Noch hat niemand das Kopfgeld für sich eingestrichen. Wenn du also etwas weißt, dann gehört es dir. Sie sind ja jetzt weg, oder? In der Kanalisation unter der Stadt gibt es eine Diebesbande. Ist das dein Ernst? Da unten war niemand mehr, seit ich diesen Posten übernommen habe. Ich weiß nicht mal, wie man da hineinkommt. Ich werde sofort einige Männer damit beauftragen, den Eingang zu finden und alle dort drinnen zu töten. Wenn sich dein Hinweis als wahr herausstellt, wirst du dein Kopfgeld erhalten. Ups. Fantastisch. Oh je. Ist das jetzt doof? Habe ich jetzt damit die Krallen... Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt die Krallen damit ans Messer geliefert? Die Kuppel ist doch gar nicht zerstört. Die funktioniert doch. Ich habe das schon mal gehört. Die Aufständigen haben dafür bezahlt, was... Aufständischen heißt das, nicht Aufständigen. Mann, Mann, Mann. Okay. Okay, also die Separatisten und die... Hier gibt es aber auch nichts mehr, ne? Doch, eine Öllampe. Okay. Aber bei den Berserkern ist alles gut, oder was? Das ist jetzt die Frage. Ist bei den Berserkern noch alles im grünen Bereich oder nicht? Ich hoffe... Also ich persönlich hoffe ja, dass es den Krallen... Nein, du solltest dich nicht hinlegen. Dass es den Krallen jetzt nicht an den Kragen geht. Bei Jax bin ich mir da tatsächlich nicht sicher, ob ihm das nicht... Also, er hat sie tatsächlich eher als ein Mittel gesehen, Geld zu machen. Von daher würde es tatsächlich zu der Art passen, auch wie ich ihn gespielt habe, dass er eben halt keine Probleme damit hat, die Leute dann ans Messer zu liefern, nachdem sie ihre Nützlichkeit für ihn verloren haben. Was ja jetzt der Fall war, weil sie ja... Oh Mann. Hier möchte ich nicht schlafen. Zu einfach. Ja, das war jetzt echt zu einfach. Ja, komm, die Propaganda haben wir schon 5000 Mal genommen. Also ich meine, Jax benutzt alle gerade für seine... Zwecke. Warum nicht auch die Krallen, ne? Also ich persönlich fand sie sehr sympathisch, tatsächlich. Aber bei Jax bin ich da nicht so sicher, wie er da zu steht dann. Das ist einfach... Da ist eine Anleitung. Energiespeicher. Hier habe ich nur echt schon mehr... Ach Gott, ich setze mich immer hin. Da ist ein Brot. Da ist ein Brot. Moment, das muss ich haben. Nein! Ich will das Brot. Und ist der Klebstoff nicht? Nein? Okay. Alte Münze. Ja, wir sind... klauen echt wie die Raben hier. Wie die Raben. Aber ich habe das Gefühl, es ist da niemand mehr... niemand so recht mehr, dem das fehlen würde. Gehen wir mal hier rein, ob hier noch alles... Oder ob es hier...
Oh, er lebt noch. Gott sei Dank. Ich werde meine Kneipe weiterführen. Egal, was die Outlaws hier in der Stadt anrichten. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Okay. Zeug verkaufen. Hirnkleber. Nee, danke. Ich finde mal die... Ja, gut, 90 Sekunden, ne? Weg damit. Wir haben schon wieder so viele Zähne. Alles klar. Ja, ein bisschen. Also ich hoffe, dass die Krallen einfach abgehauen sind, bevor da jetzt irgendwas passiert ist. Ich gehe da jetzt nicht gucken. Denke ich. Oder sollte ich da vielleicht jetzt mal gucken gehen? Natürlich jetzt, wäre natürlich jetzt ein bisschen peinlich. Oh, klasse. Jetzt ist natürlich die Lehrerin weg. Oh Mann. Ich bin davon nicht überzeugt. Wer anderen eine Grube? Nicht mit Stein schmeißen. Das fällt mir wirklich. Ah, oh, diese Sprüche, ey. Ist eine Kiste? Nyras Aufzeichnung. Oh, die habe ich mich vorher nicht. Die habe ich vorher nicht gesehen. Seit ich unter den Menschen in der Kuppelstadt weile, fällt mir auf, wie sehr ich sie verabscheue. Sie verlangen für alles eine Gegenleistung. Nur meiner Beharrlichkeit habe ich zu verdanken, dass man mir primitives Werkzeug übereignet hat, ohne dass ich mich dafür erniedrigen musste. Es hat sich als äußerst zweckdienlich erwiesen, die kompromittierenden Gefühle mit Arbeit auszuschalten. Ich habe Gefallen daran gefunden, aus altem Schrott nützliche Dinge zu bergen. Dennoch sehe ich schwarz für die Zukunft. Diese Stadt ist genauso verdorben wie der Rest der Welt. Oh ja, die war ja sowieso, ne? Also deren Einstellung war ja schon sehr krass, fand ich. Also für sie waren Menschen nichts weiter als Insekten. Wer anderen eine Grube gräbt, sollte eben nicht mit Steinen schmeißen. Boah, diese Sprüche. Die sind so schlecht. Meinst du wirklich? Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Ich traue mich irgendwie nicht, jetzt zu der Kanalisation zu gehen. Weil ich nicht weiß, was jetzt passiert. Ich hab's schon gefunden. Oh Mann. Ich meine, mit etwas Glück waren die schon weg. Mit etwas Glück waren sie weg. Ich gehe jetzt mal gucken. Ich muss das jetzt wissen. Ich hoffe, sie sind weg gewesen. Dann ist es ja egal. Dann habe ich den. Hab ich die ja nicht verraten. Kein Blut. Super. Alles klar. Ist da noch was drin? Brief. Ein letzter Gruß der Krallen. Alles klar. Ich hoffe, da steht jetzt nichts. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Ha. Okay, Gott sei Dank, sie sind weggekommen. Das war jetzt tatsächlich meine Sorge. Also meine persönliche. Ich glaube, Jax war das relativ, wie gesagt, relativ egal. Ich werde jetzt nochmal alles durchgucken hier. Überall, wo noch Zeug ist. Hier ist noch ein Trank. Ja, da komme ich nicht dran, weil man da Schlüssel für braucht. Ich nehme an, dass ich die Waffe da gefunden hatte, war ein Hinweis darauf, dass da irgendwas... Ohne Schlüssel wird das nichts. Ja, die Truhe ist leer. Okay, damit habe ich jetzt, glaube ich... das habe ich ja gar nicht. Was ist das denn? Amulett des Multitalents. Moment.
plus 2, oh, plus 5 Stärke, plus Geschicklichkeit. Ja, bitte. Nice. Das ist für einen Kampf richtig gut. Okay, kann ich jetzt hier wegporten? Ja, kann ich. Jetzt gucken wir mal hier. Quests. Missionen. Gefährten. Tava. Okay, ich werde nochmal... Ich werde, glaube ich, nochmal einfach ins Lager porten. Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand da was für mich hat. Aber ich wollte nochmal... Handwerken. Gerade gucken, wie viel Elex du hast. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Ja, finde ich gut. Heiltränke. Ja, reines Elex. Ja Gott, das kann ich mir halt leisten gerade, ne? Das ist gerade echt schön, dass ich mir das leisten kann, 950 für Elex auszugeben, ohne mit der Wimper zu zucken. Elixier der Heilung. Ach genau, ich hatte ja noch ein Rezept aufgesammelt, da muss ich gucken. Verkaufen. Da steht, glaube ich, sogar hier schon bei, was ich alles brauche. Schnaps. Hast du Schnaps? Das ist doch bestimmt Schnaps, oder? Hast du keinen Schnaps? Doch, hier. 100 will ich jetzt nicht kaufen, aber so mal so 30. Okay, Handel akzeptieren. Wir sehen uns später. Okay, dann werde ich mal gucken, wie ich diesen dauerhaften Heiltrank hier machen kann. Den finde ich ja sehr gut. Okay. Kann man den eigentlich... Nee, da kann man, glaube ich, nichts verbessern. Ich das verbessere, brauche ich... Ich brauche pures Mana dafür. Okay. Und... Oh. Ja, Stärke 70 und Geschicklichkeit 61. Ja, okay. So, wo war es denn hier? Also erstmal... Ach, das war der mit den Lernpunkten. Okay. Elixier der Heilung. Maximale Gesundheit. Plus 20. Nee. Ich hatte doch hier das Rezept dauerhafter Heiltrank. Bin ich blöd? Oder ist das Elixier der Heilung? Hey. Moment. Moment. Ich habe doch hier... Rezepte. Rezepte. Wo sind denn die Rezepte? Hier. Hier. Anleitung dauerhafter Heiltrank. Ach so. Ach so. Ah. Ach so. Erhöht dauerhaft die Lebensenergie? Moment. Seriously? Moment. Ich habe eins, ne? Habe ich eins im... So, jetzt gucken wir mal gerade. Ich habe... wie viel Gesundheit habe ich? Sehe ich nicht. Kann man das denn eigentlich... Ich gerade... Kann man eigentlich... Kann man irgendwie seine Gesundheit ganz sehen? Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich mache jetzt einmal... Ich heile mich jetzt einmal voll. Ja? Das war ein bisschen zu viel. Und dann nehme ich hier diesen dauerhaften... Nehme ich das einmal? Ja! Oh ja, oh ja. Da mache ich mir mal ein paar von vielleicht. Wie hieß das Ding? Ich sehe die Heilung. Ja. Zwei Stück.
kann ich machen. Ich weiß nicht, wo es den Kronstöckel gibt. Das ist das Problem. Den habe ich bestimmt irgendwo... Der ist wahrscheinlich super selten und deswegen habe ich ihn auch nicht... Ich brauche einen Elex-Trank dafür. Alles klar. Machen wir mal. Dann brauche ich... Jetzt habe ich kein reines Elex mehr. Fühl mich veräppelt. Naja, egal. Ja, aber das ist doch mal cool, dass ich jetzt hier meine Gesundheit damit maximal um 60 Punkte erhöhen. Das ist schon nicht so schlecht. Also, hat doch was. Alles klar. Dann muss ich jetzt mal eben... Nee, Quatsch. Falk nehme ich ja wahrscheinlich dann sogar mit dafür, ne? Wenn einer von denen was hat für mich, kommt er ja dann mal so angelaufen. Also weder Kaya, aber Ray hat die ganze Zeit nichts. Das finde ich so seltsam. Finde ich wirklich seltsam. Bemerkenswerte Landschaft. Nee, du bist ein Siedler. Du hast bestimmt auch wieder nichts zu sagen. Ist ja nett, mit dir zu plaudern. Nee. Ist ja nett. Na, ist ja gut. Ich will ja gar nicht mit dir plaudern. Ich will eigentlich wissen, wie es mit meinem Schiffchen hier aussieht. Kann man ja auch nichts mitmachen. Nicht mit interagieren oder so. Weißt du was, Frank? Geh mal. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Ja. Ich könnte mal gucken, ob ich vielleicht jetzt... Wen nehme ich denn mit, wenn ich die... wie nehme ich denn am besten mit für diese Quest? Und zwar... ja, wir haben jetzt wirklich nicht mehr viel zu tun. Also das ist sowas, wo ich eigentlich... Ja, das kriege ich nicht hin im Augenblick, glaube ich. Hier passiert erstmal nichts. Das hier, da müsste ich gucken, das ist dann wahrscheinlich hier Ulbrichts Großoffensive. Ich könnte jetzt hier den Kram machen. Wo kriege ich die? Da draußen. Okay, und wo kriege ich das? Es ist ja alles total easy. Also einigermaßen easy. Ich habe jetzt gedacht, ich muss hier in weiß ich nicht was für Gebiete. Das ist ja alles hier drumherum. Okay, dann Ray. Dann gehen wir doch mal dahin. Dann machen wir den Big Bang als nächstes. Finde ich jetzt eine ganz gute Idee. Okay, diese Folge werde ich jetzt mal verkürzen ein wenig. Nicht ganz so lang machen, wie die sonst sind. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir uns um den Big Bang kümmern. Mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kommentiert natürlich auch immer gerne, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann!